Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DaniWLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria im Alisha DLC. In der letzten Folge haben wir die Elaine Urin ein bisschen erkundet. Und dann machen wir jetzt weiter, ja? Erdbeerwaffel. Ja. Weiß nicht, ich wollte irgendwas ansprechen, ich hab schon wieder vergessen. Super. Egal, machen wir einfach weiter. Weiß ich nicht. Jetzt wollte ich schon wieder darauf zurückkommen. Hab schon wieder vergessen. Wow, ich bin mal ja nicht. Das ist krass. Aber gibt's ja zu sagen. Hier ist eine Ruine. Hier sind Monster. Die blöden Schlangenviecher, Medusen. Was ich immer die nennt. Die holen mich die ganze Zeit ein. Kann ich von denen flüchten? Da ist noch eine geschlossene Tür, aber passiert mich nicht. Wir sind immer noch auf der Suche nach Soray, der hinter diesen Ruinen ist. Vor allem, es hieß ja von Rose, Soray befindet sich hinter diesen Ruinen. Dann kommen wir irgendwie in so ein Gebirge und finden dahinter noch eine Ruine. Dann heißt es auf einmal, ja, Soray ist hinter diesen Ruinen. Super. Eine totale Zeitverschwendung. Titan. Nein, pardon. Muss mal gucken, wenn ich an einen Speicherpunkt vorbeikomme, ob ich mich dann nach Lastonbell oder so. Ey, du fängst nicht, ne? Ich nach Lastonbell oder so teleportieren kann. Und meine SA sind so weit von. Ne, SK. SK 0, geil. Meine SK sind jetzt auf 0. Hab ich ein paar Kräuter? Ich glaube ja, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich Alisha irgendwelche geben möchte, weil auch wenn es nur ein ist. Weil die ist ja im Hauptspiel nicht dabei, außer ich schalte sie irgendwie frei ins Hauptspiel. Das wäre awesome, aber ich habe so ein Gefühl, es wird nicht passieren. Ich habe auch das Gefühl, das Gebiet hier wird auch nicht mehr im Hauptspiel verfügbar sein, wenn das so wie Tales of Quest F funktioniert. Und da sind die ganzen Orte, die man besuchen konnte, auch nicht mehr betretbar im Hauptspiel. Also ja. Fortschritt, Realisierung, Speicherpunkt direkt vor meiner Nase. So, Bosskampf sieht schon so aus. Du hast eine Tür, nee, da ist eine Truhe, also kein Bosskampf. Wow. Ich kann schon anhand des Layouts erkennen, ob ein Bosskampf kommt. So, zwei fußlose Ringe. Dann haben wir Ringe Füße. Geil. Gib mir mal was Stärkeres, hat soll ich doch lohnen, ja. Mächtig aus diesem DLC rauskommen. Und da sieht es schon fertig aus. Und da ist ein Shop, aber davor ist noch ein Boss. Boah. Ich bin mal 0 SK, ne? Okay, ja. Warum ist andauernd ein gefährliches Treffen? Also so ein unsichtbarer Geist ist immer dazwischen, weil ich würde sagen, so ein Gegner kommt die ganze Zeit immer auf mich zu. Ich habe irgendwie nur gefährliche Treffen. So. Was? Wie kein Schlüssel? Aber ich habe doch alle Schlüssel. Ja, ich bin echt am überlegen, ob ich doch ein paar Kräuter benutze, um meine SA zu eilen, weil ich statt einer an, ne? Warum dauert das so lange? Lauf mit meinen SA zusammen? Meine Güte, laufen. Lauf damit, eure Regeln gegen mich anzuwenden. Und da ist ein Boss oder zwei. Den ignoriere ich nicht. Vritra und Kadro. Oh Gott, sprengt da wenigstens irgendwie eine Dings raus, eine Kugel. Ein Schlangen damit, ja, wenn das keinen Ärger bringt, dann weiß ich es auch nicht. Diese Schlangen hier, die uns symbolisieren, ein Hindernis auf unsere Reise, aber wir dürfen uns nicht davon aufhalten lassen. Er soll über alle möglichen Lebensangriffe führen. Ziemlich unmöglich von ihm, andere Leute Freiheit zu einschränken, oder?
So, wen möchte ich denn als erstes erledigen? Du hast viel Art Angriff, also zauberst du, oder? Du bist schwächlicher, also komm her. Da machen wir jetzt nicht solche Schwierigkeiten. Oh mein Gott, okay, du zauberst du jedenfalls erstmal. Und ich krieg das einfach nicht hin mit meinem mystischen Arzt manchmal. Daneben. Da ist halt den einsetzen wollte, aber egal. Hat jetzt die zweite? Nee, ne? Na. Kann halt von hier aus nicht benutzen, ne? Warum ist schon wieder... Ey, können die mal damit aufhören? Ja, geil, jetzt haben die schon wieder... Nein! Oh, das ist mein Tod. Obwohl. Ja, kannst du mal auch für mir andauernd Dinge zu klauen? Ey? Das geht einfach nicht. Warum machen die das vor jedem Bosskampf? Das ist doch scheiße. Weil das, wenn ich Edna in meiner Truppe haben will, in mein, als meine Generalin, die geben mir andauernd. Verdammt noch mal Dingens. Boah. Mein Gott. Kannst du mal auf mich gehen? Boah. Ich hab nochmal neu starten. Das ist doch... Oh, so Kacke, ey. Das jedes Mal, ne? Kein absolut jedes Mal machen die das. Geil macht ihr das. Oh, etwa echt geknallt. Warum machen die das genau? Will ich immer, dass die jetzt besser gemacht haben. Ja, du bist schwächer jetzt mittlerweile. Dann machen wir dich eben fertig. Wir nehmen auch die Zauber ab. Ich wollte noch wechseln, aber hatte blöd irgendwie. Nicht den Charakter zu nehmen. So. Oh mein Gott. Ja, warum? Warum? Das ist schlechte Programmierung, ganz ehrlich. Ja, oh mein Gott. Essen, Essen, meine Güte. Ach, mal davon noch mal viele. Ha. Warum macht das Spiel andauernd? Das ist mir ja irgendwie die Truppe einzustellen und der Bosskampf mir andauert immer verdammt die Truppe hier vorgehen. Und Edna ist schon wieder. Boah, das gibt's doch einfach nicht. Wegen der, die ist nerviger, aber. Das ist vielleicht zu Rose und Lila wechseln. Mit deren Amortisierung hier alles weghauen. Ja, das wäre doch voll unstylisch. So, komm her. Wäre der falsche, glaube ich. Super. Sehr gut. Ich will so ein bisschen auch die ändern und die Fahrt hier ändern. Auf mich los, verdammt. Bock auf die ganze Basis 3. Ja, genau, mach die kaputt. So, ist jetzt auch irgendwie Skat ein, was weiß ich. Was hat? Voll. So, immer noch nicht tot. Sack. Aber du bist gleich tot. Komm her. Du kannst eigentlich da drüben schneller. Vielleicht, obwohl ich die ganze Zeit auf die eine losgehe. So. Bist du dran. Ja.
Ja, läuft hoch, ja. Sehr gut, Edna. Recht gut. Wenn wir Maya Truppe sind. Wenn jetzt nach dem Bosskampf schon wieder die Gruppe geändert wird, ne? Kann doch nicht wahr sein, ne? Wenn ich hier so maximal auf. Ja. Alter! Warte mal, ich hab eine Lichtkarte. Komm her! Wird eine abgestellt oder was? Zurblau Apokalypse. Ach ja, ich habe die eine Lichtkarte mal aktiviert. SA5. Kann man einmal pro Kampf. Eine 50 Treffer-Kombo. Oh, super. Also danach hätte ich das nicht so toll. Ja, ich habe mal die DLC ein bisschen aktiviert, habe ich das schon gesagt. Und gerne den von Alicia mal sehen irgendwann. 5 SA, aber okay. Glorenli, unnachgiebiges Band bekommen, super. Ich habe keine Kugel bekommen, das ist ein bisschen doof. Ich habe auch nicht viel Erfahrungspunkte bekommen, glaube ich. Was? Wo kommst du denn her? ジョーちゃんがこの遺跡のよ。そっちこそどうしたのよ。封印の封鎖菓子はどうなさったんです？ゴミの入った箱に綺麗な蓋をしても、それもゴミ箱だろ。封印の方は見場が追ってるし、ここの表も足詰めるのは先決。どうなってんの？ここへ汚れを導いてる奴がいるかもしれないの。それを洗えねえ冗談だ。 狙いはスレイってことになるだろう。目的は私たちかもしれません。ずっと見られている気もします。はっ、面食いなヒョウマなんてのがいる。これはフォンインボーを奪って、こっちは別に何でもないって。ええ、この汚れを絶対にスレイのもとには行かせないよ。それが今は一番大事。答えは本人たちが出すしかないみたいよ。ずっと旅を続けられるのなら 네, wie ist die Musik hier voll laut? Kann das sein? Ich höre die fast gar nicht. Okay, Zawit, du kommst mal anstatt von Layla rein. Und zeig mal. Anlocken. Na, du hast auch nur noch eine Fähigkeit, geil. Gut, dann. Zeig mal deine Sachen. Ich habe Gloan bekommen. Geil. Will ich eigentlich auf den Arm nehmen? Meine Güte, ich bekomme hier nur Dreck. Wie ist die Musik laut hier, habe ich das Gefühl. Ich hätte gerne eine Kugel oder so bekommen, aber noch ein. Das ist wenigstens etwas, was sich lohnen würde, ins Hauptspiel mitzunehmen. Waffen kann ich irgendwie nicht gebrauchen für Alicia. Ich habe ein paar Waffen für die bekommen, weil. Soll ich denn damit anfangen? Man kann Bänder oder so tragen oder Lanzen. Adamantin-Sachen kann ich auch nicht gebrauchen. Irgendwie nicht sehr. Ja.
ergiebig. Da ist er jetzt ein Speicherpunkt, oder? Nee. Nee. Was denkst du denn? Violetta Kristallschlüssel. Ja, und da. Nee, doch nicht. Wo war jetzt nochmal der eine? Hab schon wieder vergessen. Heras Eheband. Oh, ganz schlecht. Angriff und Dingens gibt das. Wow. Fokus oder Art Angriff? Wow. Machen wir das. Vielleicht auch die ganzen Sachen hier. Vor allem die Übersicht geht jetzt total verloren, merke ich gerade. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Sachen immer verkaufen kann oder nicht. So, dann wollen wir jetzt mal gucken. Heras Eheband. Jetzt braucht ihr aber was, was ein bisschen mehr Artangriff gibt. Dann soll ich mal die Dingens hier an, ne? Keine Ahnung, hat sie mehr Angriffskraft als Dingens. Ender benutzt sie sowieso nicht so zum Angreifen. Nehmen wir erstmal die Tür und da ist ein Sprechpunkt. Yay, Party Hard. Es gibt, aber ich kann mich teleportieren. Dann übernachten wir mal in einem Gasthaus, weil das brauche ich. Mindstone und nix an Skit, aber egal, ich brauchte SK, meine Güte. Braucht es CC, ja. Ja, wir kommen zurück auf Tetris Braces F. So. Elaine Wien. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die eine Tür war. Und die war schon ein bisschen tiefer drin, aber gucken wir mal. Irgendwo war so eine Kristall- oder Diamanttür oder was auch immer das war. Oder? Ja, da bin ich vorbeigekommen, das weiß ich. Ja, nächsten 5 Minuten werden wir hier auch finden. Ich orientiere mich einfach an den geöffneten Türen. Ein paar Erfahrungspunkte zurück. Nein. Was? Okay. War nur Layla. Ja, okay, sie hat glaube ich ein, zwei Kämpfer allein gemacht, ne? Aber sie hat doch trotzdem Erfahrungspunkte kriegen sollen. Ja, gute Frage, wo war jetzt nochmal die Tür? Nächste Frage, bitte. Oh nee. Du siehst mich nicht. Wäre viel besser, wenn ich die Gegner auf der Karte sehen könnte, aber geht da hier nicht. Ernsthaft, du verfolgst mich von da ganz hinten hin. Rutsch mir wieder ein paar Dinge hier ab. Ja, von der nächsten Aufnahme will ich sowieso wieder zum Dings teleportieren, habe ich das Gefühl, zum
Gasthaus und heil mich hoch. Selbst vom Flüchten verliere ich ein paar SK, was ja richtig geil ist. Wahrscheinlich ist hinter der Tür noch nicht mal irgendwas Wichtiges. Noch so ein blöder Speer oder irgendwie sowas. Und Luangel davor, ist ja nochmal Duplemar. Da vorne ein Tier oder was weiß ich. Du hast mich gesehen, oder? Das ist aber hier, ne? Am nächsten. Ach, die Schlange wird uns schon wieder direkt verfolgen. Medusa, was weiß ich. Ja, das hätte er nicht, was das für ein Viech ist. Warte mal, die Tür, die war verschlossen. Nee. Die war offen, glaube ich. What? Okay. Gut, dann weiß ich schon wieder nicht. Oh. Einer dritten oder vierten bestimmt. Wenn ich da kurz noch mal in der Aufnahme nachguckt war. Ja, von hier kann ich das öffnen. Abkürzung geschafft, was irgendwie keinen Sinn macht, weil ich mich halt teleportieren kann. Aber gut zu wissen. Du fettes Viech lässt mich durch, danke. Oh nein. Oh ne. Oh, du blödes Viech, hau ab. Blöder Techniker. Aber gar kein Techniker bestellt, Mann. Ugh. Ich repariere meine Sachen selber. Ich will einfach ein paar Mal mit der Lanze reinstechen, dann geht's schon, ja. Was würde ich geben, um zu wissen, wo diese blöde Tür noch mal war? Oh, sehr gut. Ich bin stolz auf dich, Alisha. Ah, nee. Ja, das ist doch kacke. Jedes Mal, wenn so ein Viech da ist, kann ich den nicht ausweichen. Das ist blöd gemacht. Kann nicht rennen, ich kann mich nicht in diese Blase reinpacken. Weil ich sowieso irgendwie die mache. Also. Und ich kann mich nie. Ich kann nie von diesem Viech herkommen. So, in der nächsten Minute muss ich ihn jetzt aber finden. Blöde Tür. Ich habe jetzt letzte Folge gesagt, nur 25 Minuten war es. Wird als erstes gebrochen und da ist doch irgendwas, aber da ist keine Dingens. Das wäre noch von der anderen Seite. So. Blöd, ich bin. Stich. 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 Wäre nicht schlecht gelaunt. Das. Kommt denn darauf? Wenn da ist eine böse Schlange wieder um etwas, ne? Okay, der. Die sind gut, die sehen nicht so aus, als würden sie auch Sport machen. Da, da ist die blöde Tür. So, wer hat sich nicht gelohnt? Es hat sich sowas von nicht gelohnt. Ich wette, es wird sich nicht lohnen. Wow, aber keine Schlange. So, drei Silbertruhen. Was haben wir? Die Sanduhr, bäh. Und das Chaos, bäh, eine Goldruhe. Durchsetzungsweste, bäh. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, geil. Wohl Nullwirkungsweste ist, glaube ich, halbwegs gut. Aber Band ist Chaos, das hat alle möglichen Sachen.
146 Angriffskraft, Verteidigung und Dingens. Verteidigung und Artverteidigung. Windangriffskraft hat das eine Dinge, merke ich keine Ahnung, das auch. Okay. Ja, das war total Zeitverschwendung. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria. Da wahrscheinlich noch diese Tür hier öffnen. Und ja. Wir treffen uns dann am letzten Speicherpunkt nochmal wieder. Danke allen fürs Zuschauen und sagt Tschüss. Bis zur nächsten Folge.